Spielerstreik beim FC Bayern? Eigentlich undenkbar, aber im Fall Lewandowski durchaus möglich. Wie Bild von seinem ehemaligen Berater erfahren hat, soll der Pole wohl schon bei Borussia Dortmund daran gedacht haben, nicht zum Training zu erscheinen. Durchgezogen hat es Lewandowski damals jedoch nicht und wechselte erst ein Jahr später zum FC Bayern. Die Münchner Bosse gehen momentan auch nicht von einer derartigen Eskalation aus. Oliver Kahn rechnet fest mit einem Erscheinen von Lewandowski am 12. Juli. Der Deal zwischen dem FC Schalke 04 und Christopher Julien von Celtic Glasgow ist auf den letzten Metern geplatzt. Wie Sport1 am Donnerstagvormittag erfuhr, konnten sich die Königsblauen und der Innenverteidiger nicht auf einen Vertrag einigen. Dabei war der Franzose am Mittwoch sogar schon zum Medizincheck in Gelsenkirchen. Bei den anschließenden Vertragsgesprächen kamen der Spieler, seine Berater und Schalke-Sportchef Ruven Schröder aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Nach dem geplatzten Deal geht Schalkes Suche nach einem Abwehrchef also weiter. Nach Informationen des französischen Radiosenders RMC Sport kehrt Corentin Tolisso zu Olympique Lyon zurück. Dem Bericht zufolge soll bereits am Donnerstag der Medizincheck vollzogen werden. 2017 war der Mittelfeldspieler aus Lyon zum FC Bayern gewechselt und absolvierte für die Münchner seither 117 Spiele. Tolisso wurde einst in Lyon ausgebildet und spielte bereits 3 Jahre für die erste Mannschaft.